Wir gehen lieber mal hier durch. Okay. Warum? Warum versteckt ihr dort irgendwas Explosives? Ihr seid solche Drecksäcke. Solche Drecksäcke, ganz ehrlich. Ja, natürlich, ihr haut hier die Minen dahinter. Ihr seid Arschkrampen. Ihr seid echte Arschkrampen. Okay, wir kommen. Halt! Nicht da reinrennen. Mann! Wir sollten da offenbar nicht lang. Das heißt, wir gehen hier lang. Und ich wüsste, wir müssen hier wieder springen. So. Headcrabs. Hier. Wirklich. Muss das sein. Nein! Das ist doch nicht euer Ernst! Die können doch. Oh, die können das auslösen? Scheiße! Unbedingt die Pistole in die Hand nehmen. Ich muss echt aufpassen. Das ist echt mies gerade. Ihr seid solche Schweinehunde. So, an der Kiste ist auch was befestigt. Beziehungsweise nicht befestigt, aber das interessiert mich mal gerade, wenn ich die Kiste zerhaue. Wo hab ich denn hier? Da habe ich die. Wenn ich die Kiste zerhaue, explodiert auch alles. Okay. Das wollte ich noch wissen. Bei Kisten, an denen die Minen direkt angebracht sind, ist es logisch. Ich wollte nur mal schauen, wie das ist, wenn einfach nur der Laserstrahl drauf geht. Dann lassen wir das lieber sein und schauen mal, ob wir hier irgendwie anderweitig rankommen. Wir müssen mal schauen, welche Kisten wir gefahrlos weghauen können und welche nicht. Das sieht zum Beispiel schon mal gut aus. Hier hinten können wir alles weghauen. Diese hier können wir weghauen. Und diese hier sieht aus, als ob wir die weghauen können. Und dann speichern wir erstmal und dann hüpfen wir erstmal. So, das lief ganz gut. Hier können wir weghauen. Haben ein bisschen Platz und ich glaube, ich habe gerade schon wieder irgendein Tierchen gehört. So, hier oben. Nein, das dachte ich mir fast. Ihr seid solche Hunde, die haben da hinten hinter dem Gitter was platziert. Dann hüpfen wir mal wieder drüber. So wieder weg. Speichern nochmal. So, ist das hier ein Aufzug oder was ist das? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal hier lang. Wenn wir das schaffen sollten, ich weiß es nicht. Das hat nicht so gut funktioniert. Runter durch klappt auch nicht, oder? Doch, drunter durchklappt. Unglaublich. Oh Mann. Ich habe schon wieder Headcrab gesehen. Du kleine Drecksau. Scheiße, hätte ich jetzt auch mit der Crowbar platt machen können. Nein, ich wollte doch gar nicht laden. Mensch, ich wollte speichern. Aber dann machen wir das jetzt eben so. Grandios. Diesmal speichere ich auch anstatt zu laden. Wir damit. Okay, wir haben den Aufzug hier jetzt hochgebracht. Nee, oder? Muss ich von hier aus jetzt springen? Hua! Funktioniere! Ah, geht doch. Ist wahrscheinlich russische Technik. Man muss erst mal draufhauen. Gut. Ich bin froh, das geschafft zu haben. Was ist denn das schon wieder? Was habe ich denn hier für Waffen dabei? Das ist ja abartig. Das ist schon die zweite eklige Alien-Waffe. Ich will gar nicht so genau wissen, was ich da gerade in die Hand genommen habe. Es sah auf jeden Fall nicht lecker aus. Ah, sehr schön. Wir haben noch Munition für die Waffe, die wir auch noch nicht ausprobiert haben. Diesen komischen Strahlenkumpel. Alter, sorry. Diesen komischen Strahlenwerfer da. So. Das war's für dich erstmal. Wir speichern.
Großartige Methode. Geht das denn nicht besser? Ach, scheiß drauf. Ist mir jetzt egal. Kommst du mit? Okay, ich werde Deckung geben. Dankeschön. So, einmal speichern und weiter. Die Daten werden geladen. Ein Auto, verrückt. Irgendwie habe ich das befürchtet. Komm mal kurz mit bis hierher. Ich werde das Gebiet sichern. Dankeschön. Ich werde da nämlich mal was ausräumen müssen. So, hätten wir das schon mal geklärt. Wir nehmen wieder das Sturmgewehr in die Hand, speichern. Nehmen die Muni noch mit. Natürlich ist da auch Muni versteckt. Wie sollte es anders sein? Ja, haut die Raketen auf das Gebäude, in dem Explosiva drin sind. Das ist eine tolle Idee. Okay. Zweisam. Und weiter. Kommt jetzt ein Panzer oder was kommt jetzt? Ha! Natürlich. Ich könnte mir das sparen. Na gut, dann mache ich das auch. Wir lassen das Ding rauskommen. Oh, ich sollte vielleicht nicht in der Nähe stehen dabei. Vielleicht gehen wir auch wirklich einfach in die Ecke. Und es ist wieder der Unzerstörbare. Oh nein. Wobei der immerhin schön langsam ist. 35% Energie jetzt auf. So. 50% Energie jetzt auf. Wir sehen ganz gut aus. 65%. So. Ja, danke schön. Grandios. Ich glaube, ich mach's mal anders. Ja, genau, natürlich. Das war die Methode, die ich nehmen wollte. Kann es sein, dass er irgendwie seine Geschützturmdrehung ein wenig beschleunigt hat im Vergleich zum letzten Mal? So, speichern. Oh ja, ein bisschen. Oh, nur ein bisschen. Wir gehen mal hier lang. Alter, ihr mit euren scheiß Sniper. Oh, das wollte ich gar nicht. Aber hat auch funktioniert. Das hat weniger funktioniert dafür. Ja, wie machen wir das? Ich nehme mal die. So, der Kerl ist tot. Ich glaube, der erste hätte auch schon gereicht, aber was soll's. Wo bin ich denn hier hingekommen? Was fangen die denn hier für einen Krieg an, die Kollegen? So, gib mir mal deine Waffe. Haha. Ah, hier drüben. So. Ach, bis dahinter hat er die geworfen. Das ist in Ordnung. Das ist legitim. Kannst du von mir aus machen. Wir haben offenbar immer noch Besuch. Deswegen speichern wir mal. Ich will aber erstmal wieder schnippeln. Hat sich auch gleich gelohnt. Wunderbar. Ich glaube, ich bleib mal bei der.
Und ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder und dann schauen wir mal, wer da oben noch so im Haus rumhockt und welchen Krieg wir uns hier noch antun müssen. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Okay, wir schauen mal. Erstmal will ich das Funkgerät hier aus dem Weg ziehen, aus dem Verkehr ziehen. Sehr schön. Schweigen. Ruhe. Nee, ich glaube, ich nehme mal lieber das die Pumpgun. Okay, da drüben steht bloß einer von uns. Das ist ein gutes Zeichen. Hey! Was geht denn? Okay, wir leben vielleicht ein bisschen länger, wenn wir zusammenarbeiten. Storage. Na, dann schauen wir mal, was hier so gestored wird. Oder auch nicht. Mann, was würde ich dafür geben, den Typen in die Pfoten zu kriegen, der für das Schlamassel verantwortlich ist? Gut, dass wir den Kollegen dabei haben. Sieht so aus, als würde sich das ganze Training auf dem Schießstand heute auszahlen. Was sind das für Geräusche? Die verwirren mich irgendwie ein bisschen. Und warum stimmt es mich nicht unbedingt positiv, dass wir hier für sämtliche Waffen Muni kriegen? Warum riecht es für mich nur so sehr nach einem Endkampf? Wer schießt denn? Naja, ich bin's nicht. Okay, war jedenfalls ein nettes Geschenk. Freut man sich immer drüber. Und ich hätte gerne ein bisschen Energie für den Anzug gehabt. Na gut, wir machen uns mal auf den Weg wieder. Kurz an der Nase kratzen. Es krabbelt. Ich werde froh sein, wenn ich das hier an einem Stück überlebe. Kommst du jetzt mit oder nicht? Ach, bleib halt, wo du bist. Bleibst halt, wo dein Pfeffer wächst. Und müssen wir vielleicht den Panzer diesmal doch aus dem Verkehr ziehen? Diese Geräusche. Oder müssen wir vielleicht einfach hier oben irgendwie lang? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht doch nicht. Hier kommen wir natürlich nicht durch. Wobei, können wir das... Bringt uns das was? Nein. Aber da oben geht ein Weg lang. Kommen wir vielleicht von oben aus... Kommen wir denn auf das Dach? Das würde uns, glaube ich, weiterbringen. Ich glaube zu wissen, wie wir weiterkommen, aber ich muss erstmal einen Weg aufs Dach finden. Ist hier was? Könntest du mal bitte? Dankeschön. Das reicht mir auch. Genau sowas habe ich gesucht. Damit kommen wir nämlich hier hin. Jetzt kommen wir hier hin. Und dann stürzen wir ab. Grandios. Aber es scheint mir der richtige Weg zu sein. Was die da draußen schon wieder rumballern. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, ist das auf uns gerichtet? Ich glaube schon, ne? So, diesmal speichere ich hier aber auch. Ich glaube, im richtigen Moment. Denn wir sind direkt danach abgestürzt. So. Vielleicht jetzt nochmal. Hüpfen und abprallen. Was ist das denn? Hüpfen wäre auch ganz gut. Warum prallt er denn dort ab, ist die Frage. Ja, geht doch. So habe ich mir das doch schon eher vorgestellt. Ich frage mich, wo wir jetzt hier sind. Gut, wir speichern nochmal. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Oh nein, nicht schon wieder hier klettern. Okay, wir müssen sowieso runter. Das heißt... So viele Schüsse. Okay, wir sollten es vielleicht anders machen. Wir sollten nicht den ganzen Weg nach unten springen. Das ist dann doch ein bisschen ungesund. Hält denn der Kerl aus? Grandios. Das hat wieder gut geklappt. Wir nehmen dann... Welchen Weg nehmen wir denn dann am besten? Ich weiß es doch gar nicht.
Ja, mal den hier. So, wir sind auf jeden Fall unten. Das war's für ihn. Das war's für ihn. Alter! Reiß dich mal her! So, das lief doch schon ein bisschen besser. Hat jemand von euch den Schrotmuni? Nein, die haben alle bloß Sturmgewehr. Aber auch da können wir was gebrauchen. Her damit! Her damit! Und wir sind voll! Gut, hier noch ein bisschen Leben. Das finde ich freundlichst von euch. Der Raum ist leer. Gut. Wir haben hier vorne noch einen, den... Nee, da hat auch nicht... Nee, ich hatte vielleicht gehofft, dass da vielleicht noch ein paar Granaten mit rausspringen. Aber dem ist wohl nicht so. Wir gehen dann mal... wieder raus. Wie jetzt? Wieder raus. Ist das einfach nur... um einen Rückweg zu haben? Ich glaube schon, ne? Denn wir müssen noch wahrscheinlich dann eher hier lang. Geh mal hier oben drauf. Oh Gott! Warum? Warum lasst ihr mich ständig klettern? Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Sag mir, wo ich hin muss. Ich geh mal da drüben lang. Ups. So, das sieht gut aus, glaube ich. Ja, das sieht gut aus. Wir nehmen diesen Weg.